Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lidschattenparty Teil 2. Welche Lidschatten heute dran sind und was für ein Look entsteht, das schauen wir uns gleich gemeinsam an. Nun, heute gibt es den Teil 2 von der Lidschattenparty. Bin gespannt, ob heute vielleicht ein kräftigerer Look dabei entsteht oder doch wieder etwas Alltagstaugliches, so wie beim letzten Mal. Solltet ihr das letzte Video noch nicht gesehen haben, ich verlinke es euch super gerne oben im i, denn dann könnt ihr dort nach diesem Video gerne nochmal vorbeischauen. Das war schon ganz witzig, obwohl es sehr alltagstauglich war. Bin gespannt, ob mir das heute durch die Würfeln wieder gelingt oder ob es heute mal sehr bunt wird. Das schauen wir uns auf jeden Fall gemeinsam an. Und wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, dann lasst mir doch einfach gerne ein kostenloses Abo da. Es kostet euch nichts, ihr müsst dafür nichts bezahlen und ihr unterstützt mich einfach nur, was mich natürlich riesig freuen würde. Gut, zu den Paletten heute, um die es heute geht und das, was ich schon aufgetragen habe. Ihr seht, die Base ist soweit ja schon fertig. Als erstes habe ich, wie immer, meinen Becker First Light Priming Filter vom Becker aufgetragen. Ihr wisst, mein allerliebster Primer für Feuchtigkeit ist der wirklich tipptopp. Und dann habe ich eine neue Foundation getestet, und zwar eine von Alverde. Das ist die Perfect Cover Foundation und Concealer Foundation. Die kommt in so einem, also mit so einem Applikator. Was ich jetzt eigentlich nicht gut finde, die Foundation habe ich von der Elisa von Einzigartig, die hat auch einen tollen YouTube-Kanal, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und die konnte ich bis jetzt noch nicht testen, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das gleich in diesem Video. Wie gesagt, dass das so ein, sage ich mal, zu blöd anwendendes Fläschchen ist, finde ich ein bisschen schade, weil es natürlich den Auftrag viel schwieriger macht, als wenn das so ein Pumper wäre. Vom Auftrag her, sie fühlt sich sehr, sehr fest an und ist nicht unbedingt sehr, sehr leicht zum Verblenden, aber ihr seht, ich komme doch relativ gut zurecht. Das liegt einfach daran, dass der Primer und auch die Feuchtigkeitscreme davor schon sehr viel Arbeit geleistet hat und ich da mit meiner trockenen Haut trotzdem eigentlich relativ gut zurechtkomme. Ich habe, wie ihr seht, sehr wenig benutzt, kann das eigentlich relativ gut einblenden in die Haut und auch den Farbton hat die liebe Elisa da richtig gut erwischt. Ich habe da jetzt die Nuance 10 Vanille bekommen und der Hautton und der Ton von der Foundation, das passt eigentlich wirklich gut. Da hat sie eine gute Farbe für mich erwischt. Ja, und ihr seht ja auch, dass das wirklich so ein ganz gutes Ergebnis ist. Das, was mir sehr auffällt, aber das liegt auch daran, dass wir gefühlte 33 Grad haben, aber es sehr stickig bei uns gerade ist. Auch uns hat mittlerweile der Regen erreicht. Ich hoffe, euch da draußen geht es gut. Ich habe mitbekommen, was in Deutschland so los ist. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid von diesem ganzen Hochwasser nicht betroffen. Finde ich wirklich sehr schrecklich, was da momentan bei euch in Deutschland los ist. Bei uns ist es zum Glück nur normaler Regen und teilweise viel zu wenig Regen. Und heute ist es zusätzlich noch extrem schwül, deswegen glänze ich auch ein bisschen, obwohl ich mit der Base fertig bin. Zusätzlich muss ich aber sagen, gerade im Sommer versuche ich so wenig Puder wie möglich zum Abdecken zu nehmen, da es umso mehr Produkt, umso speckiger wird es und deswegen pudere ich nur ganz, ganz dezent ab. Und dann habe ich auch schon einen Bronzer aufgetragen, der mir richtig gut gefällt. Augenbrauen habe ich gemacht, da habe ich wie immer meine Kombi genommen aus meinem liebsten Augenbrauenstift von Maybelline und dem Benefit Gel zur Fixierung. Und für den Bronzer, da habe ich mich für den I Love Revolution Light Contour Palette entschieden. Da ist eben ein Bronzer und ein Highlighter drinnen. Highlighter habe ich jetzt noch nicht aufgetragen. Das machen wir dann ganz zum Schluss. Aber den Bronzer, und ihr seht, ich habe da wirklich nur wenig hineingeditscht und da war schon sofort Farbe auf dem Pinsel. Die Farbe gefällt mir gut und hat sich auch relativ gut ausblenden lassen. Gleich beim ersten Reinditschen habt ihr ja gesehen, war da wieder sehr viel Produkt, hat sich aber wirklich gut verteilen lassen. Und ich brauchte auch nur wirklich ganz wenig. Und mit den Resten bin ich dann über das restliche Gesicht bzw. habe die Stirn noch ein bisschen aufgewärmt.
Da habe ich aber nicht zusätzliches Produkt aufgenommen. Ein richtig schöner Bronzer, nicht allzu schimmernd und ja, das wärmt das Gesicht wirklich super schnell auf. Kann ich euch echt empfehlen, habe ich auch das erste Mal getestet. Ja, und dann habe ich natürlich auch wieder Blush vorbereitet, Highlighter nehmen wir dann den aus der Palette, Lippenstifte, aber das ergibt sich natürlich dann erst aus dem fertigen Look. Jetzt geht es zu den Paletten, um die es heute gehen soll. Eine ältere Palette habe ich mir rausgesucht. Also in diesem Video wird es um drei Paletten gehen. Drei Paletten, drei Farben, die ich kombiniere. Und zwar als erstes ist die Palette im Rennen von Essence My Power ist Earth. Die schaut von innen so aus, die kann man so aufklappen. Hat keinen Spiegel und schaut von innen so aus. Richtig schöne Farben, da bin ich vorher gerade mit dem Nagel hineingetitscht, ganz toll. Dieses Grün und doch dann auch so typisch, wie auch das Thema sagt, das ist ja eine Earth-Palette, sehr erdige Töne. Ja, aber wenn ich so das Grün vielleicht erwürfel, wäre das ja schon mal ein Eyecatcher, würde ich sagen. Das ist mal die erste Palette, die habe ich schon vor einer etwas längeren Zeit von der lieben Heike in einem Tauschpaket bekommen. Liebe Grüße an der Stelle an dich. Die wird heute ins Ranking gehen. Als zweites habe ich die Bare Naked Seeds Phase Zero Palette. Die ist einigen von euch sicher ein Begriff. Die war, glaube ich, zu wissen, mal in einer Glossy Box oder Goodie Box. Die hat ja auch wundervolle Töne und auch eben ein Blush und einen Konturton. Wir werden uns aber heute um die obrigen Töne mehr, wie soll ich sagen, denen mehr annehmen, also die kommen ins Ranking. Und ja, diese tolle Palette habe ich von meiner lieben Abonnentin, von der Birgit bekommen. Da hat sie mir eine riesengroße Box geschickt und da war diese Lidschattenpalette enthalten. Die werden wir heute gemeinsam auch unter die Lupe nehmen, aber wie gesagt, nur die oberen Lidschattentöne. Ja, und das letzte Palette habe ich mir gedacht, nehme ich mal einer meiner neuesten mit rein, weil der Wunsch kam sehr wohl in den letzten Videos, diese Paletten mit aufzunehmen in die Lidschattenparty. Und da habe ich jetzt von BH Cosmetic die Garnet Palette, das war die Jänner Palette, die man aus dieser Jahresserie, nenne ich es mal, erwerben kann. Da habe ich ja bis Mai alle Paletten schon zu Hause. Und ich dachte mir, wir fangen aber diesmal von vorne an. In meinem BH Cosmetic Video habe ich euch ja schon die April-Palette gezeigt und geschminkt. Wenn ihr das Video verpasst habt, auch das verlinke ich euch super gerne, könnt ihr später hineinschauen. Ja, und heute nehmen wir von Anfang an die Jänner-Palette dazu, was sehr kräftige Farben sind und das Ganze sicher noch ein wenig spannender macht. Wenn die Lichtverhältnisse jetzt nicht gerade die besten sind, ich merke nämlich gerade, dass es dunkler wird, ich habe bewusst mich vors Fenster gesetzt, weil es heute sehr schwierig ist. Mit Kunstlicht hat es gar nicht funktioniert. Es tut mir leid, wenn das Licht da immer ein bisschen schwankt. Jetzt wird es eben gerade ein bisschen dunkler. Bitte verzeiht mir das. Gut, und von den drei Paletten werden wir uns jetzt die Farbe hinaussuchen. Das machen wir so wie im letzten Mal auch mit den Würfeln. Ich habe mir da schon wieder meinen Würfel vorbereitet. Und ich hätte gesagt, so wie ich sie euch gezeigt habe, beginnen wir auch die Farben auszusuchen. Das heißt, wir beginnen mit der Essence is Earth Palette. Also My Power is Earth heißt eigentlich richtig. Die sieht ja so aus. Und ich habe mir gedacht, wir beginnen bei dem braunen Ton, gehen weiter zum grünen, unter das grüne, rüber, runter, rüber. Ja, wir werden jetzt schauen, was ich mir da erwürfel. Der Würfel fällt und auf die Farbe die Nummer 6. Die Nummer 6 wird die Farbe sein, die wir aus dieser Palette wählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also das ist mal, glaube ich, so mein Grundierungston. Es geht um den hier da unten. Das ist der Ton, den wir aus dieser Palette benutzen. Das ist ein ganz zartes Beige. Ja, also da habe ich wieder Glück gehabt bei dem Würfelspiel. Es ist ein matter Ton und eben so ein Beige. Das ist die erste Farbe, die wir benutzen werden. Dann kommt auch schon die zweite Palette. Da habe ich ja gesagt, entscheiden wir ja nur aufgrund der Lidschattenfarben. Das heißt, wir haben da insgesamt 6 Farben. Und da werden wir den Würfel auch wieder wählen. Und der Würfel sagt die 3. Die 3 ist schon etwas spannender.
1, 2, 3. Das ist so ein Braunton, aber ein stark glitzernder Braunton. Ja, ich glaube, das passt sehr gut zu dem anderen Braun. Ist zwar jetzt noch nicht farbmäßig sehr spektakulär, aber ja, die Würfel haben das eben entschieden. Und von der dritten Palette, das könnte natürlich jetzt spannend werden, da ja in der dritten Palette doch mal andere Farben sind. Da habe ich mir überlegt, fangen wir mit dem großen Ton an, gehen dann oben weiter und runter aufs Glitzer und wieder zurück. Das sind eben 7 Töne und da werden wir jetzt auch mal den Würfel entscheiden lassen. Also da könnte es jetzt mir passieren, wenn ich die 2 würfel oder 4, 5, 6, dann ist es unspannend. Also die 2 und die 6 sollte ich jetzt nicht würfeln. Alle anderen Farben, glaube ich, könnten dann den Look doch sehr spannend machen. Was sagt der Würfel? Der Würfel sagt, 2 und 6 wären schlecht. Ah, die 6. Na gut, also die Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist dieses helle. Und ja, aus diesen 3 Tönen werde ich einen Look zaubern, wobei ich ehrlich sagen muss, die beiden Töne, die ich da erwischt habe, ähneln sich sehr. Ich überlege jetzt nochmal zu würfeln. Wie seht ihr das? Ich werde aber natürlich von der Farbe aus weggehen. Das heißt, ich sollte jetzt nicht würfeln die 1, 2, 3 und die 1, 2, und die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kann ich nicht würfeln. Also die 3 wäre jetzt was, wo ich sage, und eigentlich auch die 1 wäre vielleicht nicht gut. Weil die 1 ist dieses ganz helle hier. Das würde den Look auch nicht irgendwie. Also 1 und 3 wäre jetzt schlecht. Ich hoffe, das ist für euch okay, dass ich nochmal würfel, aber das ist selbst mir zu alltagstauglich. Da ist kaum Farbe dabei und das würde dem Look vom letzten Mal so ähneln, dass ich das einfach schade finde. Also ich probiere mein Glück noch einmal. 1 und 3 wäre schlecht. Es ist die 3. Leute, es soll einfach nicht sein. Es soll so sein, dass wir etwas Dezenteres machen. Dann ist es einfach so. Die 3 ist 1, 2, 3. Dieser dunkle Braunton. Dann ist es einfach so. Ich hoffe, ihr seid dann nicht allzu enttäuscht, dass ich erstens nochmal gewürfelt habe und auch beim zweiten Würfeln jetzt nicht das Rot rausgekommen ist oder das Pink. Ich habe mir eigentlich erwartet, dass bei 3 Paletten mit 3 Farben vielleicht mal was ganz Kräftiges, Buntes rauskommt. Ja, irgendwie mögen mich die Würfeln und wollen mich nicht quietschbunt sehen. Ja, was soll ich tun? Wir werden jetzt einfach beginnen. Und nachdem ich ja einen dunkelbraunen Ton habe, einen hellbraunen Ton und Glitzer, werden wir da versuchen, ein schönes Alltags-Make-up zu zaubern. Und ich beginne mal mit einem fluffigen Blenderpinsel und gehe in diese My Power is Earth und gehe in diesen matten Ton. Mit dem gehe ich mal in meine Lidfalte und setze auch sozusagen mein ganzes Augenlid, denn ja, die Farbe ist so dezent, dass da glaube ich nicht viel erkennbar sein wird. Genauso ist es. Also das ist eher so ein Ton, mit dem ich jetzt aussoften kann, was das Ganze jetzt nicht unbedingt spannend macht, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, ihr kennt es nicht einmal gut. Aber ja, das waren eben die Würfel. Und dann werden wir versuchen, trotzdem irgendwie, wir haben zumindest einen dunkleren Ton, den ein bisschen aufzunehmen. Also den, glaube ich, seht ihr mal überhaupt nicht. Der war einfach nur ein Grundton. Den werde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht nochmal verwenden. So allgemein gefällt mir die Palette recht gut. Ja, wenn ihr zu der, habe ich schon beim letzten Video auch gemacht, wenn ihr zu einer der 3 Paletten gerne ein richtiges Video, das heißt richtiges Video, aber ja, benutze bitte aus deiner Palette wirklich 4, 5 Farben, dann schreibt mir das super gerne in die Kommentare, dann kann ich das natürlich jederzeit nachholen und teste für euch jede Palette, so wie da, wenn ihr sagt, boah, das Grün interessiert mich oder so, schreibt mir das super gerne und dann werde ich mit dieser Palette natürlich ein eigenes Video machen, wenn euch das natürlich interessiert. Ja, das gilt natürlich auch für die BH und auch für diese Phase Zero Palette. Wenn ihr da ein separates Video haben wollt, dann, wie gesagt, einfach nur in die Kommentare und dann kann ich
gerne zu der einen oder anderen Palette nochmal ein eigenes Video machen, wenn euch die wirklich interessiert und euch einfach natürlich die Farben jetzt zu wenig waren. Jetzt gehe ich mal in dieses Braun, in dieses sehr kräftige Braun, und es klingt komisch, aber ich glaube, ich werde mir das auch in die Lidfalte aufgeben. Ist ja eigentlich nur ein Ton, den man, also die Pigmentierung ist schon mal der Hammer, ist ja eigentlich ein Ton, den ich eher nur für hinten verwenden würde, aber nachdem wir heute nicht unbedingt diese Farben haben, möchte ich da einfach was Krasses schaffen. Und das geht halt nur, wenn ich aus diesen drei Farben das mache, was wir halt zur Verfügung haben. Deswegen, also die Pigmentierung von diesen BH-Paletten ist einfach der Wahnsinn. Ich glaube, ihr könnt das gut erkennen. Das ist einfach heftig. Ich bin da ganz dezent mit demselben Pinsel hineingegangen, mit dem ich in die Essence-Palette hineingegangen bin, und die Farbabgabe ist echt sehr krass. Ich muss jetzt noch ein bisschen oben verblenden. Ich könnte natürlich jetzt das Ganze auch aufs komplette Lid geben. Ich weiß halt nicht, ob das dann nicht trotzdem zu heftig wäre. Wie seht ihr das? Also es ist ja doch ein sehr dunkler Ton. Und ich weiß nicht, ob das so schick ist, wenn ich mir das jetzt wirklich so komplett aufs ganze Lid gebe. Ich meine, ich gehe jetzt nochmal einen Ditcher hinein, klopfe wieder einmal ab und gebe mir das auch ein bisschen aufs bewegliche Lid, weil ich natürlich gar nicht so viel Farbmöglichkeiten jetzt habe, wenn wir uns ehrlich sind. Die Farbe ist richtig schön, gefällt mir gut. Hat sich super leicht auftragen lassen. Also diese BH-Palette ist jetzt schon die zweite, die ich teste. Die anderen habe ich, Schande über mein Haupt, noch nicht getestet. Aber die Pigmentierung ist wirklich der Wahnsinn. Und dasselbe mache ich auf dem zweiten Auge. Aber die Farbe ist wirklich sehr heftig. Aber lässt sich auch sehr spielerisch ausblenden. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Es wird jetzt nur ein krasser Look, weil ich ja eigentlich sehr heftig mit diesem Braunton, wobei Braunton ist fast schwierig zu sagen. Es ist ja nicht mal so ein richtiger Braunton. Es ist sehr sowas Rotbraunes, finde ich, hat es, oder Taubfarben. Ich muss ehrlich sagen, das kann ich schwer einschätzen, welche Farbe das sein soll. Aber von der Pigmentierung her ist das wirklich, wirklich richtig toll. Meinen liebsten Verblendepinsel habe ich natürlich auch am Start. Jetzt versuche ich mir oben die Kanten ein bisschen auszusoften, dass das Ganze jetzt nicht so hart rüberkommt. Aber die Farbe finde ich richtig schön. Weiß nicht, ob ich die so getestet hätte, wenn ich sie jetzt nicht erwürfelt hätte. Sehr dunkel, aber sehr hübsch. Gefällt mir gut. Natürlich macht das Licht jetzt auch einiges damit, muss man ja ehrlich sagen. Ich gehe jetzt dann in diesen Glitzerton, den wir uns auch erwürfelt haben. Nehme den mal mit dem Finger auf. Den setze ich mir jetzt einfach so in die Mitte, aber nur in die Mitte und nur aufs bewegliche Lid. Einfach um ein bisschen Schimmer zu schaffen, dass das Ganze ein bisschen jetzt wieder aufhält. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Das hat ja wirklich Power, dieser Glitzer. Und macht das Ganze dann doch wieder ein bisschen intensiver und kräftiger. Also der Glitzer ist wirklich nicht schlecht, kann man wirklich nichts sagen. Sieht echt gut aus. Ich setze mir das jetzt noch trotzdem noch weiter vorne hin. Ich weiß nicht, ob ihr es am Auge erkennen könnt. Es wirkt, wie wenn ich es nicht direkt am Auge hätte. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Wieder nur in der Mitte und ein bisschen rauf. Aber der Glitzer gefällt mir sehr gut. Also Birgit, da hast du mir eine richtig tolle Palette weiter vererbt. Ich hoffe, du siehst das Video. Ich bin happy mit dir, muss ich wirklich sagen, dass du die nicht nutzen wolltest. Wahrscheinlich hast du sehr viele, aber ich habe ja keine Namen. Also, ich habe ja überhaupt keine.
vor allem auch jetzt nicht irgendwie eine Sucht entwickelt, dass ich jetzt Tausende brauche. Ich habe mir extra so Abschminktücher. Das Licht wird immer schlechter, oder? Bilde ich mir das ein. Abschminktücher vorbereitet, dass ich mir das abwischen kann. Jetzt gehe ich nochmal mit dem anderen Pinsel, mit dem wir vorher gearbeitet haben, ohne Produkt, einfach hinten nochmal drüber. Nur, dass sich das relativ gut verbindet. Na? Ja, es ist ein sehr kräftiger Look, aber ja, ich hätte es gern bunter gehabt. Ich weiß nicht, ich könnte das Ganze jetzt unten, ich weiß nicht, ob ich mir damit jetzt nicht den Look zusammenhaue, wenn ich unten jetzt, was sagt ihr? Ich muss mich kurz umsetzen, mir schlaft mein Fuß an. Was sagt ihr, unten auch noch dunkel oder unten lassen? Ich glaube, ich gehe unten trotzdem nochmal in dieses Braun von oben. Mit diesem kleinen Glossy-Box-Pinsel, mit dem komme ich jetzt momentan gut zurecht. Der hat mich gefreut, dass der in meinen Sale-Boxen war. Und den setze ich mir jetzt unten hin, weil ich finde, der ist super schön schmal. Und da kann man so richtig gut am Wimpernkranz arbeiten, ohne dass man gleich irgendwo ist. Die Farbe finde ich richtig toll. Ich hätte mir auch einen braunen Kajal vorbereitet, falls der Look eher bunt und ding gewesen wäre. Nur jetzt braunen Kajal zu ziehen, glaube ich, ist fast unnötig. Also, das, glaube ich, kann ich mir definitiv ersparen. Ja, jetzt habe ich mir das unten auch hingesetzt. Und vielleicht gehe ich ein bisschen mit dem Pinsel vorne hinein in das Glitzer und setze mir das halt unten auch noch vorne rein, dass der Look zumindest ein bisschen aussagekräftiger ist. Ob das jetzt wirklich was bringt, sei dahingestellt. Und vielleicht auch in den Innenwinkel vom Auge. Das wird zumindest ein bisschen mehr glitzern. Ne? Ich hoffe doch, dass ihr mir bei dem Format treu bleibt und ihr trotzdem mit mir hofft, dass vielleicht in der nächsten oder übernächsten Palette dann doch mal was Heftiges kommt. Ich hoffe, ihr seid jetzt da nicht enttäuscht, dass das so zart wieder ist und wieder nicht so knallbunt. Aber ja, ihr habt es ja gesehen, ich habe es gewürfelt. Ja, das ist jetzt dieser fertige Look. Ich werde nachher ein Stückchen mehr zum Fenster gehen, weil das Licht gerade ein bisschen noch dunkler wird. Wir werden uns jetzt noch den Highlighter auftragen. Ach so, Blush. Ja, Blush werden wir natürlich auch auftragen. Bei Blush habe ich mich entschieden. Da habe ich erstens einmal von Reval de Loop diesen Blush, den wir auch schon beim letzten Mal verwenden wollten. Das ist so ein Zartrosa. Oder weil ich mir gedacht habe, wenn das was sehr Buntes ist und ich nicht weiß, wie welche Farbnuance, habe ich mir auch noch den von Benefit vorbereitet. Das geht eher so ins Peachige. Aber ich glaube, so intensiv ist der Look heute nicht. Deswegen möchte ich auch den, der war nämlich auch von der Elisa, ausprobieren. Und ihn endlich in meine Sammlung dazu nehmen. Und das ist eben dieser hier. Und den trage ich mir jetzt auch gemeinsam mit euch auf. Und zwar, jetzt beißt mich meine Nase. Das ist von der Reval de Loop, das Rouge Powder in 01 Peach. Der sieht eben so aus. Und da habe ich mir auch einen Pinsel vorbereitet. Mit dem gehe ich jetzt da mal hinein. Das staubt recht stark, muss ich sagen. Und das setze ich mir jetzt mal auf meine Wangen. Ihr müsst aufpassen, das Glitzer von dieser Palette, das krümelt. Das ist mir da schon hinuntergegangen. Also das Blush ist sehr dezent, aber gefällt mir richtig gut, gerade für den Frühling, Sommer, muss es nicht immer so heftig sein. Deswegen, das kann man dann gut dosieren. Da hat sie mir eine richtig schöne Farbe ausgesucht. Und der passt auch relativ gut zum Look. So.
Blush ist eben jetzt aufgetragen. Sehr dezent, aber ja, die Augen sind ja eh schon relativ kräftig. Und ich möchte ja auch noch den Highlighter testen. Und da gehen wir wieder in diese Isle of Revolution Palette. Und da kommt jetzt eben dieser Highlighter. Den swatche ich euch mal auf der Hand. Der hat Bumm. Da ist Krach, Bumm, Bang. Der hat Bumm, sage ich. Der hat Wumms, wollte ich sagen. Der hat Bumm. Ja, Stephanie, der hat Bumm, genau. Da nehmen wir jetzt den Highlighter-Pinsel, den ich immer benutze, und gehe da mal lieber leicht hinein. Und den trage ich mir jetzt da mal auf. Und da sehe ich schon, wie der heftig ist. Ich glaube, ihr könnt das... Boah. Leute, gebt euch das. Abgesehen davon, dass mir eh schon so warm ist, macht der noch mehr Glanz im Gesicht. Der ist doch recht heftig. Und ich bin wirklich sehr dezent hineingegangen. Also nichts Übertriebenes und Wahnsinn. Bisschen noch auf den Nasenrücken und da so ein bisschen auf der Stirn. Und über das Lippenherz. Das ist ein heftiger Highlighter. Also puhu. Wahnsinn. Ja, sehr gut. Das hätten wir mal erledigt. Dann werde ich mir jetzt schnell meine Wimpern tuschen. Und für die Lippen, das sehen wir uns gleich noch einmal. So, Wimpern habe ich erledigt. Auch Fixing Spray habe ich aufgetragen. Ja, also ich würde sagen, es ist kein typischer Alltagslook, aber auch nicht schwer übertrieben. Ich habe mich für das Dream Setting Mist von Maybelline entschieden, einer meiner Liebsten. Wenn ihr meinen Kanal ein wenig länger verfolgt, dann kennt ihr das schon. Von Essence die I Love Extreme Mascara, mag ich richtig gern, eine gute Mascara für wenig Geld. Und jetzt kommen wir noch zu den Lippen. Da habe ich mir zwei wieder rausgefischt. Diesmal habe ich mir rausgefischt den Super Stay Matte Ink Liquid Lipstick in der Farbe 65 Seductress oder einen von Kylie Cosmetics Matte Liquid Lipstick in einem Rot. Das Rot, muss ich sagen, passt halt jetzt überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt mal wieder was komplett anderes rausgesucht. Deswegen werden wir den hier probieren. Ich glaube, dass der relativ gut passen könnte. Und wenn nicht, dann gebe ich ihn halt einfach wieder runter. Ja, das ist eher so eine Nude-Farbe. Ich glaube, ihr könnt das gut erkennen. Den tragen wir uns jetzt auf. Lassen wir jetzt kurz antrocknen und ich habe da ein bisschen zu viel erwischt und selbst bei denen mache ich das gerne. Ich nehme meine Küchenrolle und pappe einmal. Ihr seht, wie viel unnötiges Produkt da oft rauskommt. Pappe noch einmal und dann ist das Ganze auch schon wesentlich besser. Da muss man echt nicht viel tun. So, und jetzt ist er auch schon angetrocknet. Und ja, das ist das fertige Ergebnis. Es ist doch, also letztes Mal war es ein kompletter Alltagslook. Und heute, glaube ich, ist es so ein, ja, ich könnte mir vorstellen, ein Alltagslook, so wie er letztes Mal war. Nur, wenn man jetzt zum Beispiel im Büro ist und vielleicht sich am Abend noch mit Freunden zum Essen trifft und vielleicht doch ein bisschen auffrischen möchte, könnte man sich ja einfach diese Palette nur einstecken, diesen Glitzerton nachtragen und schon hätte man etwas für den Abend. Oder wie seht ihr das? Wie gefällt euch mein Look? Ich hoffe, seid nicht allzu enttäuscht, dass es doch wieder sehr, ja, neutral eigentlich ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet es genauso wie ich ganz in Ordnung. Ach so, ich gehe jetzt noch schnell zum Fenster. Ich mich verabschiede. So, nun das ist der Blick beim Tageslicht direkt vorm Fenster. Ja, also sehr dezent und ja, wie gesagt, das ist ein Alltagslook mit ein bisschen Pep und ich glaube, wenn man, wie gesagt, im Büro ist und weiß, man geht vielleicht am Abend noch essen oder irgendwie so, kann ich mir vorstellen, die Palette mitzunehmen, nur diesen Schimmerton dazu aufzutragen und ich glaube, dann ist das auch vollkommen in Ordnung so, oder? Wie seht ihr das?
Was sagt ihr zu dem Look? Schreibt mir super gerne in die Kommentare. Vergesst bitte ein Like nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Tschüss, Baba.